Prinzessin Victoria ist krank, Hof äußert zu ihrer Teilnahme am Nobelpreis. Am 10. Dezember 2022 werden in Stockholm mit prachtvollen Feierlichkeiten die Nobelpreise verliehen. Zum ersten Mal seit 2019 kann dieses Ereignis wieder mit einem rauschenden Fest gefeiert werden. Allerdings könnte die vielbeachtete Zeremonie in diesem Jahr ohne Prinzessin Victoria 45 stattfinden. Die Thronfolgerin ist erkrankt, wie Svensk Damtidning am 6. Dezember unter Berufung auf die Stockholmer Stadtmission berichtete. Am heutigen Mittwoch hätte die Tochter von König Carl Gustav 76 und Königin Silvia 78 dort an der Eröffnung der Begegnungsstätte St. Paul teilnehmen sollen. Musste den Termin jedoch aus Krankheitsgründen absagen. Der Hof bestätigte die Informationen, die Kronprinzessin hat eine leichte Erkältung. So Hofsprecherin Margareta Thorgren. Wir nehmen einen Tag nach dem anderen. Die gebeutelte Royal geht derweil auf Nummer sicher, die Kronprinzessin ist heute zu Hause, aus Rücksicht auf andere macht sie die Aktion mit der Stadtmission an einem anderen Tag. Auf Nachfrage der Illustrierten bezüglich Victorias Teilnahme an den Nobelpreisfeierlichkeiten zeigt sich Thorgren optimistisch, sie plant auf jeden Fall an den Nobelfeierlichkeiten teilzunehmen, und betonte erneut, sie hat nur eine leichte Erkältung. Andere Familienmitglieder hätten sich bislang nicht angesteckt, Prinz Daniel und den Kindern geht es gut. Anführungszeichen. In Florida hat sich Prinzessin Madeleine, 40, gemeinsam mit Ehemann Chris O'Neill, 48, und den drei Kindern ein neues Leben aufgebaut. Zu Weihnachten will sie jedoch offenbar wieder mit ihrer Familie vereint sein. Wie der Hof bekannt gibt, werden sie und ihre Lieben die Festtage wieder in Schweden verbringen. Ja, sie und ihre Familie wollen über Weihnachten nach Hause kommen, erklärt Hofinformationschefin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. Wann sie genau den Weg über den großen Teich machen werden, wird allerdings noch nicht preisgegeben. Wir geben nie genaue Daten bekannt, aber es ist, wenn es auf die Weihnachtswoche zugeht, lässt sich die Sprecherin lediglich entlocken. Laut offiziellem Schulferienkalender für Miami-Dade County, wo die kleine Familie lebt, ist der 22. Dezember 2022 der letzte Schultag vor den Winterferien. Vielleicht aber nehmen Madeleine und Chris Prinzessin Leonore 8, Prinz Nicolas 7 und Prinzessin Adrienne 4 schon ein paar Tage früher aus der Schule, damit sie das Weihnachtsfest ohne Jetlag erleben dürfen. Diese Nachricht erfreut nicht nur den Empfänger, sondern ein ganzes Volk. Japans Kaiser Naruhito 62 hat sorgenvolle Wochen hinter sich. Anfang November 2022 musste sich der Regent im Krankenhaus der Universität Tokio einer Prostata-Untersuchung unterziehen. Nach einer Gewebeentnahme, die am 4. Dezember vorgenommen wurde, seien bei den folgenden Untersuchungen keine Anomalien festgestellt worden. Das teilte das Kaiserliche Hofamt am heutigen Montag mit. Vor einigen Wochen hatte man bei Kaiser Naruhito den Anstieg eines Tumormarkers festgestellt. Bei dem royalen Patienten wurde daraufhin am 6. November 2022 im Krankenhaus der Universität Tokio ein MRT, Magnetresonanztomographie, AMD-RET, durchgeführt. Bei dem bildgebenden Verfahren wurden Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper genauer untersucht. Offenbar hatte man zu diesem Zeitpunkt Grund zur Sorge. Nun kann der 62-Jährige aber erst einmal wieder aufatmen. Dennoch bleiben seine Leibärzte wachsam, laut Ryo Tsunagai, dem medizinischen Leiter des kaiserlichen Haushalts. Wird sein Gesundheitszustand weiterhin durch Bluttests observiert. Schon in wenigen Monaten sind Louis, 30, und Marie Ducrut, 29, zu dritt. Das Paar verkündete am 23. November, dass es erstmals Nachwuchs erwartet. Bevor die beiden Monegassen der große Trubel als kleine Familie erwartet. Lassen Sie noch einmal genüsslich die Seele baumeln.
Via Instagram teilen sowohl Louis als auch Marie Eindrücke ihres Traumurlaubs auf Mauritius. In türkisblauem Wasser und im strahlenden Sonnenschein posieren die werdenden Eltern vor paradiesischer Kulisse. Liebevoll drückt der Sohn von Stephanie von Monaco, 57, seiner Frau einen Guss auf die Stirn. Die hat ihre Babykugel in einen geblümten Bikini gehüllt und lächelt zufrieden. Wie aus ihrer Instagram-Story zu entnehmen ist, ging es dann sogar noch hoch hinaus, beim Flug mit einem Helikopter konnte das Paar sich das Paradies dann auch noch von oben anschauen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, Instagram.com, Svensk Damsee, Dana Press.